Show me the Augen! Anlässlich der Übergabe der Truppenfahndung des 91. der Dienstflagge zum feierlichen Appell angetreten. Es meldet Oberstübchen. Befehl des Ministers zur Abrüstung und Verteidigung zur Eingliederung der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr anlässlich des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland vom 2. Oktober 1990. Mit dem 2. Oktober 24 Uhr hört die Nationale Volksarmee auf zu bestehen, aber nicht ihre Soldaten und Zivilbeschäftigten. Mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland beginnt am 3. Oktober 1990 ein neuer Abschnitt in der Geschichte des deutschen Volkes. Sie als Soldaten und Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee gehören mit dem wirksamen Werben des Beitritts entsprechend dem Einigungsvertrag zur Bundeswehr. Es bleibt jedoch das Verdienst der Angehörigen der Nationalen Volksarmee, ihre von der Verfassung gegebene Aufgabe, die äußere Sicherheit der Prozesse in unserem Lande friedlich verlaufen ist und sich Freiheit und Demokratie auch in diesem Teil Deutschlands den Weg bahnen konnten. Gleichlaufend mit den gesellschaftlichen Umwälzungen in der Deutschen Demokratischen Republik haben die Angehörigen der Nationalen Volksarmee eine umfassende Militärreform begonnen und den Kurs auf weitgehende Abrüstungsmaßnahmen aktiv mitgestaltet. Für die Erfüllung ihrer militärischen Pflichten gegenüber dem Vaterland und ihre Bereitschaft für die Mehrheit von Ihnen wird die Aufgabe darin bestehen, dem Vereinigten Deutschen Staat treu zu dienen, die Sicherheit des deutschen Volkes zu gewährleisten, sowie an der Erhaltung des Friedens in Europa mitzuwirken. Nicht wenige werden im Zusammenhang mit der Zusammenführung von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee gemäß dem Einigungsvertrag und der Realisierung der Entschließung über den haben wir gegenüber unserem Volk, gegenüber unserer Deutschen Demokratischen Republik unseren geleisteten Fahneneid erfüllt. Ich möchte mich an dieser Stelle für euer kameradschaftliches, soldatisches Auftreten, Handeln in der Ausbildung sowie in der Sicherstellung
recht herzlich bedanken. Ja. Fertig werden. Was gibt's dazu zu sagen? Der sagt auch nichts. Der sagt gleich gar nichts. Kann die morgen rum, ich hab dann hergegeben, du musst ja. Er kann euch gefährlich zum Schießen, wenn ich nicht will, dann schießt er nicht. Herr Hauptmann, Wache übergeben. Herr Leutnant, Wache übernommen. Schallmeldung, Augen! Recht! Die Einheit der Zivilbeschäftigten und Militärtechnischen Schule anlässlich der Übernahme des Bundeswehrkommando Ost zum Appell angetreten ist. Meldet Oberst Stichling. Tagesbefehl des Bundesministers für Verteidigung zur deutschen Vereinigung am 3. Oktober 1990. Am 3. Oktober 1990 hat sich das deutsche Volk wieder in einem Staat zusammengefunden. Mauern und Grenzen sind gefallen. Mehr als 4 Jahrzehnte gewaltsamer Trennung haben es nicht vermocht, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen zu brechen. Die Bevölkerung der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik hat mit großer Mehrheit den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland bejaht und aktiv unterstützt. Damit hat sie sich für die politische Ordnung des Grundgesetzes entschieden. Wir alle sind unserem Lande mit seiner freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Verfassung verpflichtet. Unser vereintes Deutschland ist fest in die westliche Wertegemeinschaft integriert. Wir sind Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ebenso wie der Atlantischen Allianz
und der Westeuropäischen Union. Einzutreten heißt heute zugleich eintreten für Freiheit, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten in Europa und Nordamerika. Das bedeutet auch, auf der Grundlage der jetzt geschlossenen Verträge die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion wie den jungen Demokratien in Mittel- und Osteuropa zu vertiefen. Die Teilung unseres Landes ist überwunden. Nun gilt es, auch das Trennen im Denken und Empfinden zu beseitigen. Die Soldaten stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung. Sie müssen voneinander zum Miteinander finden. Der Abbau von Spannungen erlaubt es, Abrüstungsvereinbarungen abzuschließen und den Umfang unserer Bundeswehr zu verringern. Wir werden in wenigen Jahren 370.000 Soldaten im Vereinten Deutschland haben. Sie nicht resignieren, sondern einen neuen Anfang machen, um am Aufbau der Wirtschaft in den neuen Bundesländern aktiv mitzuwirken. Soweit wir können, wollen wir diese tiefgreifende Umstellung durch Qualifizierung unterstützen. Von denjenigen, die sich für den Dienst in der Bundeswehr bewerben, erwarte ich Lernbereitschaft, bereitwillige Übernahme von Verantwortung und das offene Herangehen an neue Aufgabenstellungen. 1990 habe ich die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte des Vereinten Deutschlands als Bundesminister der Verteidigung übernommen. Zugleich gilt die im Grundgesetz verankerte Wehrverfassung für ganz Deutschland.